do it, but you gotta hit you over. Sorry, sorry. Ja, hey Leute, jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die zweite Folge von Kommentare kommentieren und ich habe mir dafür den ApoRed rausgesucht. Ich muss noch kurz dazu sagen, ich gucke ApoRed selber, also ich hate ihn nicht. Klar gibt es noch viele Hater und es gibt auch welche Leute, die jetzt sagen werden, ey, du bist scheiße, du guckst ApoRed. Aber das ist mir voll egal. Nochmal kurz zum Gameplay im Hintergrund. Und zwar ist es das erste IW-Gameplay auf meinem Kanal. Es ist ein Double D Atomizer Fail vom Kombi natürlich. Also Kombi ist ein richtig heftiger Gameplay-Spieler. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung zu seinem Kanal. Schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Die folgenden Kommentare habe ich beim Video Yeezy Pack Opening. Ich zeige meine 8000 Euro Yeezy Sammlung Video rausgesucht. So, der erste Kommentar kommt von Nils Groschke. Er schreibt, Digga, was sind das? Die neuen Yeezys Ultra Gaylord Edition. Ja, ich muss sagen, jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde, sie gehen so, aber selber kaufen würde ich sie mir nicht. Aber okay, wenn du findest, sie sehen hammerschul aus, dann ist es halt deine Meinung. Rebecca schreibt, weil mein Ruf kaputt geht. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Ja, meiner auch. Barito LP 0,2k schreibt, Standard Krankenwagen in jedem Video am Anfang dabei. Nice. So, ich wohne in einem Dorf oder ist direkt ein Altersheim, aber hier fahren eigentlich kaum Krankenwagen entlang, sowas. Also bei mir ist es einfach komplett anders, aber ApoRed wohnt ja in Hamburg und da wissen wir alle mal Bescheid, ne? Rush schreibt, wieso ist dieser Abschaum auf meiner Startseite? Gegenfrage, warum hatet jemand mit einem Minecraft-Profilbild? Also Leute, nichts gegen Minecraft-Spieler, aber ich finde, man braucht damit nicht haten, weil die meisten machen dann einen so fertig, sag ich mal. Dass sie so kleine Kinder sind und sowas mit so einem Minecraft-Profilbild. Xeno64 schreibt, geiles Video, ich schaue das gerade in der Mathe-Stunde. Wollt ihr wissen, warum ich das nicht mache? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Guck mal, ich verstehe nicht, wie die Lehrer das nicht checken können. Ist der weg oder irgendwie sowas? Also ich bin ja mittlerweile in der 9. Klasse und wirklich, das ist auch schon so schlimm, wenn man an dem Tag fehlt, an dem man Mathe hat. Weil da muss man so viel nachholen und man checkt es nicht und sowas. Aber bei mir läuft es eigentlich relativ gut in Mathe. Veronix fragt, wo blickt Apo bei 5 Minuten 5 hin? Wurde er entführt und wird er gezwungen, Videos zu machen? Ich habe extra an dieser Stelle einen Screenshot von ApoReds Gesicht gemacht. Und das sieht wirklich so aus, als wäre das wie bei dieser Maria oder Marina Joyce oder wie auch immer die heißt. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als würde er entführt werden und irgendwie gezwungen werden, Videos zu machen. Gut, dass du das sowas siehst, also ich würde das nicht sehen. Leute, jetzt der beste Witz, den ich jemals gehört habe, mit 30 Likes. Und zwar kommt er von Andreas Salimowitsch. Wenn die Polizei zu mir kommt und sagt Papiere und ich sag Schere, habe ich dann gewonnen? Also ich muss sagen, das war echt der beschissenste Witz, den ich wahrscheinlich dieses Wochenende hören werde. Oh Mann. Entertainment schreibt, sucht mal nach hässliche Schwuchtel auf YouTube. Ich hab's auch selber ausprobiert, aber ich wusste das auch schon vorher. Und zwar findet man dort ApoRed dann. Also ist echt scheiße für ihn. Ja, also das, falls ihr denkt, das ist gefaked und so, dass ich nicht so ein Video davon gemacht habe, wie ich es gesucht habe. Ja, könnt ihr auch selber mal gerne ausprobieren, weil ich hätte euch das so als Video aufgenommen, aber ich schneide mit Camtasia, das wissen wahrscheinlich die meisten. Und irgendwie will bei mir das dann nicht aufnehmen, also das hat irgendwie einfach keinen Bock drauf. Es gibt auch schon ein paar Videos, ich habe gerade eins gesehen, wo jemand das so gesucht hat. Aber ihr könnt es auch selber ausprobieren, deswegen gönnt euch. Und der 9. und letzte Kommentar kommt von Mert Comedy. Und wirklich, Leute, so welche Kommentare sieht man einfach unter jedem scheiß Video. Ich finde die voll behindert. Like, gleich, du findest morgen 20 Euro. Abo, gleich, du wirst Millionär. Ignorieren, gleich, du wirst am Wochenende krank. Ich verstehe nicht, das steht unter jedem Video. Also, bei den größeren YouTubern zumindest. Wirklich, ich sehe es unter jedem Video immer so ein Scheiß. Ich frage mich überhaupt immer, wie kann so ein Kommentar so viele Likes bekommen, Mann? Auf jeden Fall, Leute, hört einfach auf mit diesen Kack-Kommentaren. Wirklich, das ist einfach unlustig. Ich verstehe auch nicht, wie 61 Leute das feiern können. Könnt mir ja mal gerne in die Kommentare Kommentare schreiben, wessen Kommentare ich bei der nächsten Folge vorlesen soll. Und Leute, abonniert mal bitte meinen Kanal, wenn ihr aktiv auf meinem Kanal, sage ich mal, unterwegs seid und euch gerne meine Videos anschaut, weil ich bin 5 Abonnenten vor den 400. Das würde mich auf jeden Fall richtig krass freuen, wenn wir vielleicht diese Woche noch die 400 schaffen. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Like würde mich ebenfalls freuen. Schaffen wir mal wieder irgendwie so 30 Likes oder sowas. Dann sage ich von meiner Seite aus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. If only there was a place, if you could just see my face, then y'all would see I'm smiling.